Abgeordneten, und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 9, der ersten Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion DIE LINKE für ein hessisches Gesetz zum Wahlrecht für vollbetreute Menschen, Drucksache 19-5271. Und mit aufgerufen wird Tagesordnungspunkt 55, der Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Wahlrecht für Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit, Drucksache 19-5272. Zu Wort hat sich gemeldet Herr Kollege Dr. Wilken. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Danke, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Wahlbeteiligung am letzten Sonntag ist wieder hochgegangen. Das ist gut, auch wenn es zeitweise aus Unionskreisen anders klang. Leider entscheiden sich Menschen, dieses demokratische Recht, meiner Meinung nach auch Verpflichtung, nicht wahrzunehmen. Um die haben wir in den letzten Wochen alle mit unterschiedlichen Zielsetzungen geworben. Es gibt aber auch Menschen, die nicht wählen dürfen. Um einige von Ihnen soll es heute gehen, zuerst einmal zur kleineren Gruppe. Mehr als 80.000 Menschen mit geistiger Behinderung durften am vergangenen Sonntag nicht wählen, weil sie eine Betreuung in allen Angelegenheiten haben, also Menschen, die sowohl Unterstützung beim Umgang mit Geld sowie bei Gesundheitsfragen als auch Hilfe bei Terminen beim Amt bekommen. Doch, meine Damen und Herren, Wahlrecht ist ein Menschenrecht, das auch Menschen mit Behinderung zusteht. In den ersten Bundesländern wurde dies schon durchgesetzt. Eine Streichung aller Wahlausschlüsse wollen wir mit unserem Gesetz auch für Hessen erreichen. Es ist unsere demokratische Pflicht, für das uneingeschränkte Wahlrecht behinderter Menschen einzutreten. Ein Gegenargument, was wir häufig zu hören bekommen, ist, dass das Wahlrecht durch die Betreuer missbraucht werden könnte, indem sie ihre Klienten beeinflussen oder gleich für sie per Briefwahl die Kreuzchen machen. Meine Damen und Herren, wir haben doch festgestellt, immer mehr Wählerinnen machen heutzutage Briefwahl. Und sicherlich ist es wahr, dass das nicht vor Manipulation sicher ist. Aber wir wollen doch deswegen die Briefwahl nicht abschaffen. Es reicht, dass Manipulationen der Wahl unter Strafe stehen. Und das gilt eben auch für die Betreuer. Sie werden also diese Straftat nicht begehen, weil sie damit sogar noch ihre berufliche Existenz riskieren. Dass eine bestimmte Gruppe behinderter Menschen nicht wählen darf, ist ein klarer Verstoß gegen Artikel 29 der UN-Behindertenrechtskonvention. Wir müssen daher die Wahlrechtsausschlüsse von Menschen mit Behinderung in den Wahlgesetzen ersatzlos streichen. Für Hessen tun wir das mit unserem Gesetzentwurf. Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein haben den Wahlausschluss bereits abgeschafft. Lassen Sie es uns hier in Hessen auch tun. Nun zur deutlich größeren Gruppe. Eine andere Gruppe durfte am Sonntag nicht wählen, die mehr als 10% der Bevölkerung im wahlberechtigten Alter ausmacht, weil sie formalrechtlich Ausländer sind. In Deutschland leben 8,6 Millionen formalrechtliche Ausländer im wahlberechtigten Alter. Sie sind bei uns von Parlamentswahlen ausgeschlossen. Es sind etwas über 10% der Bevölkerung im wahlberechtigten Alter. Geht man auf die Ebene der Landtagswahlen, so wird die politische Mitbestimmung noch einem weitaus größeren Teil der Bevölkerung verwehrt. Hier in Hessen sind dies 14,2%. Und auch auf der kommunalen Ebene, auf der EU-Staatsbürger ja bereits mitwählen dürfen, die sogenannten Unionsbürger, liegt die Quote hoch, in meiner Heimatstadt Frankfurt am Main zum Beispiel bei 14%. Es ist so, dass es in unserer Gesellschaft über 8 Millionen Erwachsene gibt, die zwar die Gesetze und Regeln der Bundesrepublik achten müssen, aber nicht darüber mitbestimmen dürfen, wie sie z. B. im Bundestag entstehen. Ein Drittel von ihnen
lebt übrigens bereits länger als 20 Jahre legal in Deutschland. Uns ist klar, dass wir anders als beim vorherigen Punkt als Landtag noch nicht die gesetzgebende Kompetenz haben, dass zuerst das Grundgesetz geändert werden müsste. Deswegen fordern wir in unserem Antrag von der Landesregierung ein entsprechendes Engagement auf Bundesebene. Und ich hoffe, Sie werden mir dabei zustimmen. Das Wahlrecht muss reformiert werden. Die Verbindung des Wahlrechts mit der Staatsbürgerschaft muss gekappt werden. Sie wird einer globalisierten Welt nicht mehr gerecht, in der Migration zur Norm geworden ist und Menschen aus verschiedenen Gründen freiwillig und unfreiwillig ins Ausland ziehen, z.B. für das Studium, die Beziehung oder auch um Arbeit zu finden. Demokratie muss von allen in der Gesellschaft tagtäglich gelebt und erlebt werden, und politische Mitbestimmung aller Residierenden ist Teil davon. Chile oder Neuseeland beispielsweise machen vor, dass das Ausländerwahlrecht das Fortbestehen eines Nationalstaates nun wirklich nicht gefährdet. In Chile müssen die formalrechtlichen Ausländer über 5 Jahre im Land gelebt haben, um ihr Wahlrecht ausüben zu dürfen. Das neuseeländische Wahlrecht definiert sein Wahlvolk als erwachsene neuseeländische Staatsbürger sowie für einen Zeitraum von mindestens 1 Jahr permanent im Land Lebende. Das ergibt auch Sinn. Wer in Deutschland wohnt und zum sozialen, kulturellen, politischen Leben beiträgt und ebenso den politischen Entscheidungen und Gesetzgebungen der Regierung ausgesetzt ist, sollte auch wählen dürfen, egal ob ein Stück Papier die Zugehörigkeit zu dem Land formalisiert oder nicht. Wir wollen, dass das Demokratieprinzip für alle dauerhaften Bewohnerinnen und Bewohner der Bundesrepublik Deutschland gleichermaßen gilt und nicht exklusiv für deutsche Staatsangehörige. Wenn Sie wissen wollen, wie das geht, kann ich Ihnen die Lektüre unseres Gesetzentwurfs im Bundestag empfehlen, Drucksache 19/3169. Mit der von uns damals vorgeschlagenen Grundgesetzänderung und der Änderung des Wahlrechts wird dem demokratischen Grundsatz Rechnung getragen, dass möglichst alle, die von der Ausübung von Staatsgewalt betroffen sind, auch gleichberechtigt an der Konstituierung dieser Staatsgewalt beteiligt werden müssen. Durch Änderung von Artikeln 28 und 38 des Grundgesetzes sowie des Europawahl- und Bundeswahlgesetzes wird nicht-deutschen Staatsangehörigen mit einem mindestens 5-jährigen Aufenthalt in Deutschland die Möglichkeit der demokratischen Mitbestimmung durch Teilnahme an Wahlen auf europäischer und Bundesebene eröffnet. Ebenso würde die in dem Gesetzentwurf vorgeschlagene Änderung des Artikel 28 des Grundgesetzes die Möglichkeit schaffen, dass wir für hessische Wahlen eine gute Regelung treffen können. Und ich bitte Sie, den Hessischen Landtag, dem zuzustimmen, dass sich Hessen auf Bundesebene für diese Wahlrechtsänderung einsetzt. Zusammenfassend, meine Damen und Herren, mit diesen beiden wichtigen Änderungen wären bestimmt nicht alle Wahlrechtsprobleme gelöst. Aber wir wären ein paar enorme Schritte weitergekommen. Da dies formal der Vorschlag der Verwaltung natürlich im Innenausschuss behandelt werden muss, aber wie ich Ihnen gerade hoffentlich deutlich machen konnte, dass es sowohl sozialpolitische als auch integrationspolitische Inhalte hat, bitte ich, dass wir nachher bei der Überweisung mitberatend dem SIA diesen Antrag und diesen Gesetzentwurf zur Beratung überweisen. Wenn wir das so machen, wie ich große Hoffnung habe, dass wir das einmal schaffen, dann müssen wir als Nächstes angehen, über das Wahlalter zu reden. Im Rahmen der Enquetekommission Verfassung wird zu Recht z.B. von Seiten von Schülerinnen und Schülern an uns herangetragen, dass sie zwar mit 16, 17 Jahren eine Berufswahl treffen oder vielleicht sogar ein Studium beginnen, aber kein Wahlrecht haben. Da müssen wir dann auch einmal ran. Aber jetzt helfen Sie uns als Erstes, das Wahlrecht zugunsten Behinderter und sogenannter Ausländer, die schon jahrelang mit uns zusammenleben, zu verändern. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Als Nächstes hat sich gemeldet Frau Kollegin Erfurth für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Ja, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Kolleginnen und Kollegen von den LINKEN haben heute zwei Dinge in eine Debatte zusammengebunden, die aus meiner Sicht aber auch sehr unterschiedlich betrachtet werden müssen und bei denen meine Fraktion auch zu unterschiedlichen Bewertungen kommt. Den Gesetzentwurf, den Sie vorgelegt haben, der sich mit dem Wahlrecht für vollbetreute Menschen beschäftigt, für diesen Gesetzentwurf hegen wir eine gewisse Sympathie. Er betrifft in Hessen ungefähr etwas über 7.000 Menschen. Und Sie greifen damit ein wichtiges Thema auf. Sie haben es gesagt, Herr Wilken, Sie haben es gesagt, dass die UN-Behindertenrechtskonvention hier uns auch Vorgaben macht. Nämlich der Grundsatz muss sein, dass behinderte Menschen nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen werden, sondern dass wir alles ermöglichen, damit behinderte Menschen auch an der Wahl teilnehmen können. Ihnen es also so leicht wie möglich machen, dann auch am Wahlvorgang selbst teilzunehmen und sich die entsprechenden Informationen zu erschließen. Dieser Ansatz, der sich in Ihrem Gesetzentwurf widerspiegelt, wird von uns durchaus geteilt. Die Fragen, die aber damit verknüpft sind, ob mit Ihrem Gesetzentwurf auch dem Anliegen der UN-Behindertenrechtskonvention so Rechnung getragen wird, die sind noch nicht völlig beantwortet. Wir haben noch so ein paar Fragen, die wir dann auch gerne in der Anhörung klären müssen und sollen. Wir fragen uns nämlich, ob es der richtige Zeitpunkt jetzt ist, um diesen Gesetzentwurf auch zu beschließen oder darüber zu reden. Reden kann man immer über alles. Aber ob es jetzt der richtige Zeitpunkt ist, in das Gesetzgebungsverfahren einzusteigen und ob es auch der richtige Ansatz ist, den Sie in Ihrem Gesetzentwurf jetzt sozusagen umsetzen. Sie haben es gesagt, Herr Wilken, es gibt bisher in zwei Bundesländern Gesetze, die sich mit dem Thema beschäftigen und den sogenannten Wahlrechtsausschluss aufgehoben haben. Das sind Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Aber in beiden Ländern wurde mit der Aufhebung des Wahlrechtsausschusses auch noch andere wichtige Fragen geregelt. Und es ist die Frage, ob man hier nicht auch gucken muss, ob man hier gleichzieht und auch diese anderen Fragen, wie man eben den Zugang erleichtert, wie man im Wahlverfahren dafür sorgt, dass behinderte Menschen auch wählen können, oder auch noch weitere Fragen, ob man die dann mitklärt. Und darüber muss man nachdenken, was da sinnvoll und richtig ist. Unternehmen, das finde ich auch ganz interessant, hat das Land Berlin ja eine Koalitionsvereinbarung festgelegt. Ich glaube, da sind Sie auch irgendwie beteiligt, zumindest die Partei DIE LINKE. Und in dieser Koalitionsvereinbarung steht, dass der Wahlrechtsausschluss dann überarbeitet werden soll, wenn das jetzt vom Bundesverfassungsgericht anhängige Verfahren entschieden ist, wie denn mit Wahlrechtsausschlüssen umgegangen werden kann. Ich finde es durchaus klug, zu sagen, wir warten einmal ab, wie das Bundesverfassungsgericht hier urteilt, damit wir nicht eine gesetzliche Frage mehrfach gesetzlich lösen müssen. Also, ich halte es für durchaus klug, jetzt nicht gleich in ein gesetzgeberisches Verfahren einzusteigen und zu sagen, wir machen das jetzt einmal und hinterher müssen wir nachjustieren, weil sozusagen das Bundesverfassungsgericht uns da noch andere Vorgaben macht. Von daher glaube ich, das Anliegen ist ein gutes, und ich finde es auch schön, dass wir da in eine Anhörung kommen. Und ich finde es auch völlig richtig, in eine Anhörung zu kommen. Und wenn ich einen Strich drunter mache, schauen wir einmal, was bei der Anhörung rauskommt. Und dann werden wir sehen, wie wir an dem Punkt weiterkommen. Den zweiten Teil des heutigen Setzpunkts betrachten wir mit etwas anderen Augen. Da geht es um das umfassende Wahlrecht für alle Wahlen, für alle Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft. Herr Kollege Wilken, Sie schlagen ja vor, in Ihrem Antrag zunächst einmal das Grundgesetz zu ändern, dass sozusagen die Verpflichtung, es dürfen nur Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft gewählt werden, aufgehoben wird. Ich gehe davon aus, so adaptiere ich das zumindest, dass Sie damit davon ausgehen, die herrschende Meinung sozusagen umsetzen, dass die Wahlen
zum Bundestag und zu den Landtagen nur von deutschen Staatsbürgern durchgeführt werden sollen oder müssen. Es gibt ja auch durchaus andere Ansichten, die sagen, es müssen nicht immer deutsche Staatsbürger sein, die da wählen. Aber meine Fraktion und ich gehe auch davon aus, dass wir uns in dieser herrschenden Meinung bewegen, dass diejenigen Menschen, die das vollumfängliche Wahlrecht haben und keine deutschen Staatsbürger sind, sozusagen über das Grundgesetz zunächst einmal von der Teilnahme an den Wahlen ausgeschlossen sind. Diese herrschende Meinung teilen wir durchaus. Und dann es gibt eine Ausnahme für Teilnahme an Kommunalwahlen, für EU-Ausländer. Auch das wissen wir gemeinsam. Und wir wissen auch, wie die leider nicht immer genutzt wird. Meine Damen und Herren, wir GRÜNEN sind der Auffassung, dass Staatsbürgerschaft und Wahlrecht durchaus miteinander verknüpft sind und dass diese Verknüpfung auch klug ist. Wir GRÜNE wollen, dass sich alle dauerhaft in der Bundesrepublik lebenden Menschen in der Gesellschaft integrieren können, und zwar unabhängig von familiären Wurzeln, von ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe, ihrem Geschlecht und allen anderen Merkmalen, die Ihnen so noch einfallen. Und wir wollen, dass sich dieser Schatz an Wissen und Erfahrung, die sich in einer vielfältigen und bunten Gesellschaft ansammelt, auch gemeinsam zum Wohle aller hier lebenden Menschen genutzt werden kann. Dafür gibt es viele Möglichkeiten in den Kommunen, in den Vereinen und in der Politik. Die von der CDU und den GRÜNEN getragene Landesregierung hat in dem Integrationsplan für die zugewanderten Menschen und den Zusammenhalt der Menschen in Hessen dafür gesorgt, dass man dieses Potenzial der hier lebenden Menschen auch hebt. Deshalb wollen wir ja die Vereine unterstützen, z.B. die Sportvereine, die Feuerwehren, darin, dass sie eben auch hier eine integrative Kraft entfalten und alle Menschen, die zugewandert sind, auch zu sich in die Vereine nehmen und dadurch über die Integration dafür sorgen, dass die Neubürgerinnen und Neubürger auch tatsächlich ein Teil unserer Gesellschaft werden können, so sie es denn wollen und so sie das auch beabsichtigen. Und daher finden wir den richtigen Weg, sozusagen die Integrationsleistung müssen wir vollziehen, damit auch die Menschen sich hier einbringen können, die dauerhaft in der Bundesrepublik leben wollen. Herr Dr. Wilken, Sie haben von einem Stück Papier gesprochen, das aus Ihrer Sicht nicht nötig ist, um an Wahlen teilzunehmen. Das Stück Papier, das Sie gemeint haben, ist für mich der deutsche Pass. Der hat für mich durchaus eine gewisse Bedeutung, weil er ist auch die Vergewisserung darüber, dass Menschen, die diesen deutschen Pass bekommen nach dem Einbürgerungsverfahren, und die sich zur deutschen Staatsbürgerschaft damit bekennen und diesen Schritt ganz bewusst geben, dass sie sich auch in sehr qualifizierter Weise mit der deutschen Geschichte, mit der deutschen Demokratie und überhaupt mit der oder auch mit den Werten, die sozusagen mit der Demokratie verbunden sind, auch dass sie anerkennen und damit leben. Sicher gibt es auch Menschen, die hier geboren sind, die keinen deutschen Pass haben, aus welchen Gründen auch immer. Aus welchen Gründen? Aber was hindert denn diese Menschen, den deutschen Pass zu bekommen? Was hindert sie? Das gibt es also aus meiner Sicht nichts. Und daher ist es der richtige Weg, meine Damen und Herren, dass man sozusagen zur Erlangung der Integration den Weg ebnet, dass Menschen auch deutsche Staatsbürgerinnen und deutsche Staatsbürger werden können. Und genau darum, meine Damen und Herren, gibt es die Kampagne der Landesregierung Hessen und ich. Das passt, um hier wirklich auch Menschen ausländischer Herkunft und ausländischer Wurzeln den Weg zu ebnen und breit zu machen, dass sie vollwertiges Mitglied der deutschen und auch der hessischen Gesellschaft werden können. Und der scheidende Staatssekretär im Sozialministerium und Bevollmächtigte für Integration, Joe Dreiseitel, hat ja gestern hier vorgetragen, wie bewegend die Einbürgerungsfeier war von neuen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern, die hier im Hessischen Landtag die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen haben. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Das ist der richtige Weg, den Weg zur deutschen Staatsbürgerschaft ebnen, darum werben, auch den deutschen Pass zu erwerben und dann auch bei Wahlen mitzubestimmen. Und nicht der umgekehrte Weg. Ich glaube, den sollten wir nicht gehen, sondern wir sollten es so machen, die deutsche Staatsbürgerschaft leicht erlangen können und dann auch bei allen Wahlen wählen können.
Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Frau Kollegin Erfurth. Zu einer Kurzintervention hat sich gemeldet Herr Dr. Wilken. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Frau Erfurth, an einer Stelle haben Sie mich gründlich missverstanden. Ja, selbstverständlich müssen wir das Grundgesetz ändern. Das hatte ich ja auch gesagt. Aber ich will mich jetzt nicht damit befassen, ob das die Mehrheitsmeinung ist oder eine Minderheitenmeinung, wie wir hier vertreten. Aber ich sage ganz ausdrücklich, das Demokratieprinzip steht der Auffassung entgegen, dass ausschließlich deutsche Staatsbürgerinnen das Recht zu wählen haben. Weil wer hier in dieser Demokratie lebt, ihren Regeln unterworfen ist, ihren Gesetzen unterworfen ist, hat demokratietheoretisch auch das Recht, diese Regeln im Parlamentarismus durch Wahlen und Abstimmungen mitzubestimmen. Und ich habe gesagt, dass das in anderen Ländern, ich meine jetzt nicht Bundesländer, durchaus auch möglich ist. Ich habe selber jahrelang in Neuseeland gelebt und habe deswegen von diesem Recht auch Gebrauch machen können. Wer hier eingebürgert werden soll, will, ja selbstverständlich gerne, und von daher teile ich Joes glänzenden Augen zu sagen, das ist ein tolles Gefühl. Aber ich wollte damals auch nicht in Neuseeland eingebürgert werden, habe aber trotzdem am politischen Leben auch durch Wahlen und Abstimmungen teilnehmen dürfen. Für uns ist nicht einsichtig, dass der Bulgare, der 3 Monate hier lebt, an der Kommunalwahl teilnehmen darf, aber ein Asiate, der hier seit 20 Jahren sein Geschäft betreibt, nicht. Diese Teilhabe wollen wir ermöglichen. Da ist die Differenz. Frau Kollegin Erfurth, Sie haben Gelegenheit zu erwidern, 2 Minuten. Herr Kollege Wilken, meine Bemerkung zur herrschenden Meinung bezog sich sozusagen auf die Auslegung des, Grundgesetzes. Es ist ja im Grundgesetz gibt es ja immer verschiedene Möglichkeiten, wie man Gesetzestexte und auch die Verfassung auslegen kann. Und da ist sozusagen die herrschende Meinung der Juristinnen und Juristen, dass Staatsbürgerschaft und Wahlrecht untrennbar miteinander verknüpft sind. Und es gibt ein paar, die sagen, das ist also die Mindermeinung, die sagen, das ist nicht unbedingt zwingend miteinander verknüpft. Und ich bin einfach davon ausgegangen, dass Sie sich der herrschenden Meinung anschließen, dass diese Verknüpfung gegeben ist. Das war der Kern meiner Bemerkung. Alles andere ist die politische Bewertung, die hier auseinandergeht. Und das möchte ich in der Debatte nicht wiederholen. Vielen Dank, Frau Kollegin Erfurth. Als nächstes hat das Wort Frau Abg. Gnadl für die Fraktion der Sozialdemokraten. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ja, wir behandeln heute 2 Themen in einer Debatte, die zwar beide das Wahlrecht betreffen, aber doch deren Gegenstand auch sehr inhaltlich sehr unterschiedlich ist. Deswegen möchte ich auch getrennt zu diesen beiden Themenfeldern sprechen. Ich möchte zunächst zum Wahlrecht für Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit etwas aus Sicht der SPD-Fraktion sagen. Die hessische SPD setzt sich schon sehr lange für die Ausweitung des kommunalen Wahlrechts für Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit ein. Wir wollen ein kommunales Wahlrecht für alle hier lebenden Menschen und keine Ungleichbehandlung. Und keine Ungleichbehandlung zwischen EU-Bürgern und Menschen aus Nicht-EU-Staaten. Das Kommunalwahlrecht in Deutschland ist ja heute schon nicht mehr strikt an die deutsche Staatsbürgerschaft gekoppelt, sondern es steht ja allen hier lebenden EU-Bürgerinnen und Bürgern zu. Und als dies im Zuge des Vertrages von Maastricht Anfang der 1990er Jahre eingeführt wurde, entschieden sich einige europäische Staaten wie etwa Belgien, das Wahlrecht bei Kommunalwahlen gleich ganz zu öffnen und es auch auf Drittstaatsangehörige auszudehnen. Einige Staaten hatten diese Regelung bereits vor Maastricht.
Die Idee, die dahinter steht, ist, dass auch Einwohnerinnen und Einwohner ohne deutschen Pass bei der Gestaltung der örtlichen Lebensverhältnisse mitentscheiden und sich einbringen können. Wir sind der Auffassung, dass eine solche Ausweitung des Kommunalwahlrechts ein Partizipationsangebot an die bei uns lebenden Ausländer ist, ein Angebot, sich in unsere Gesellschaft und deren Gestaltung aktiv auch einbringen zu können. Und damit ist ein solches kommunale Wahlrecht letztlich auch ein Integrationsangebot an die, die hier dauerhaft leben, hier arbeiten und auch Steuern und Abgaben zahlen. Es ist der erste Schritt hin zu einer politischen Integration dieser Menschen, dem hoffentlich weitere folgen. Und gerade nach der Ausweitung des Kommunalwahlrechts auf EU-Angehörige erscheint die Verweigerung derselben Rechte für andere Staatsangehörige eine zunehmende künstliche Trennung. Ich frage Sie, warum darf ein Finne nach 3 Monaten in Deutschland wählen, ein Norweger aber nicht, selbst nach 10 Jahren Aufenthalt in Deutschland? Warum darf eine Kroatin fürs Stadtparlament kandidieren, eine lange hier lebende Serbin aber nicht? Und ich denke, an diesen Beispielen zeigt sich sehr offensichtlich, dass es hier eine Ungleichbehandlung gibt, die abgeschafft werden muss. Allerdings die Forderungen, die jetzt die LINKEN in ihrem Antrag erheben, das Wahlrecht für Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit auch auf weitere Wahlen, auf weitere Ebenen auszudehnen, die können wir so einfach nicht mitgehen. Ich denke, es ist notwendig, hier auch noch einmal die Argumente intensiv im Ausschuss auszutauschen. Denn hier verlassen wir nämlich den Bereich der Mitgestaltung des örtlichen Nahbereichs und des unmittelbaren Lebensumfelds. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte auch zum zweiten Punkt der heutigen Debatte kommen, das Wahlrecht für vollbetreute Menschen. Hier liegt uns jetzt ein Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE vor. In unserem Programm zur Bundestagswahl haben wir uns auch als SPD im Bund dazu bekannt, die Wahlrechtsausschlüsse für Menschen mit Behinderung abschaffen zu wollen. Ich finde es wichtig und notwendig, dass wir uns insbesondere eben auch hier auf Landesebene in Hessen intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Andere Bundesländer haben das schon getan. Und ich finde, es lohnt eine intensive Auseinandersetzung auch hier in Hessen. Der Gesetzentwurf, der hier vorliegt, bietet uns zumindest die Möglichkeit, hier im Plenum darüber zu debattieren und vor allen Dingen auch eine parlamentarische Anhörung durchzuführen, wo noch einmal die verschiedenen Argumente auch abgewogen werden können. Ich persönlich pflege sehr engen Kontakt auch mit Berufsbetreuerinnen und Berufsbetreuern in meinem Wahlkreis. Ich selbst habe auch mal einen Praxistag bei einem Berufsbetreuer mitgemacht, und ich selbst habe auch in meiner Familie Menschen mit geistiger Behinderung. Deswegen liegt mir dieses Thema auch sehr, geht mir dieses Thema auch sehr nahe. Und ich finde, das hat eine wirklich intensive Auseinandersetzung verdient. Die heutige Debatte zeigt, dass es nicht eine ganz einfache Auseinandersetzung ist und dass es sicherlich auch Argumente dafür und dagegen gibt, die durchaus ernst genommen werden müssen. Bisher sind Menschen, die in allen Angelegenheiten betreut werden, also die sogenannten Vollbetreuten, vom aktiven und passiven Wahlrecht ausgeschlossen. Aber ein Grundsatz, meine sehr verehrten Damen und Herren, der jahrzehntelang gilt, muss nicht für alle Ewigkeit weiter gelten, gerade wenn sich auch Rahmenbedingungen verändert haben. Der Ausschluss vom Wahlrecht ist noch ein Relikt aus einer Zeit, wo es auch ein Vormundschaftsrecht gab, vor 1992, in der man eben die heute Betreuten noch in allen Lebensbelangen bevormundete. Und es hat ja auch seitdem ein Wandel im Betreuungsrecht stattgefunden. Wer voll betreut wird, und das ist die Logik des heute bestehenden Wahlrechts, der ist nicht in der Lage zu wählen. Und in der Tat
ist die ganze Frage wesentlich weniger einfach und eindeutig. Es ist ja sehr verallgemeinert und auch sehr vereinfachend, jedem und jeder vollbetreuten Person per se die Fähigkeit abzusprechen, einen politischen Willen zu artikulieren. Nicht jeder, der unter einer vollen Betreuung steht, ist auch so schwer beeinträchtigt, dass er oder sie keine Wahlentscheidung treffen kann. Es gibt auch Fälle, in denen die Vollbetreuung auf eigenen Wunsch der Betroffenen erfolgt ist, weil diese sich damit selbst vor Risiken wie etwa einer Überschuldung schützen wollen. Auf der anderen Seite haben wir auch einige schwerst geistig beeinträchtigte Personen, die keiner Vollbetreuung unterstehen, weil sie auf Dauer hospitalisiert sind. Oder denken Sie beispielsweise an die zunehmende Zahl auch von demenzkranken Menschen, die keiner Betreuung im Sinne der Wahlgesetze unterstehen. Und diese Menschen besitzen trotz ihrer Einschränkungen das volle Wahlrecht. Also hier sehen wir, dass wir es mit einer massiven Ungleichbehandlung in der Praxis zu tun haben, die mit dem Grundsatz von gleichen Wahlen in Konflikt gerät. Und diese Ungleichheit, die wird noch größer, wenn man sich die Zahlen der Vollbetreuung in den einzelnen Bundesländern anschaut. Und da gibt es starke regionale Ungleichgewichte. In Hamburg oder Bremen kommt es pro 100.000 Einwohner zu weniger als 10 Wahlrechtsentzügen, während es in Nordrhein-Westfalen 164 sind und in Bayern sogar 204. Also in Bayern ist die Wahrscheinlichkeit, sein Wahlrecht zu verlieren, also zigfach höher als beispielsweise in Hamburg. Und deswegen frage ich mich, kann es sein, also dass es von meinem Wohnort abhängt, ob eine Vollbetreuung angeordnet wird oder nicht und ob mir damit dann auch das Wahlrecht verloren geht oder nicht. Neben diesen Entwicklungen, die mich sehr bedenklich stimmen, meine sehr verehrten Damen und Herren, hat es auch rechtlich sich der Kontext geändert. Seit 2009 ist die UN-Behindertenrechtskonvention geltendes Recht in Deutschland. Während wir uns mit dieser Konvention vor allen Dingen im Hinblick ja hier auch im Hessischen Landtag auf die Inklusion im Bildungsbereich beschäftigen, bezieht sich diese Konvention auch auf die politische Teilhabe. Die Vertragsstaaten haben sich laut Artikel 29 dazu verpflichtet, sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderung gleichberechtigt mit anderen wirksam und umfassend am politischen und öffentlichen Leben teilhaben können, sei es unmittelbar oder durch frei gewählte Vertreter oder Vertreterinnen, was auch das Recht und die Möglichkeit einschließt, zu wählen und gewählt zu werden. Da ist es schon mehr als fraglich, ob eben ein solcher allgemeiner Ausschluss vom Wahlrecht, der automatisch mit der Vollbetreuung einhergeht, dieser Verpflichtung der UN-Konvention noch entspricht. Dementsprechend stößt auch die bisherige Regelung auf heftige Kritik, unter anderem auch bei der Behindertenbeauftragten der Bundesregierung, die das Ganze als großen Missstand bezeichnet hat und das Wählen als demokratisches Grundrecht und die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung auch sehr betont hat. Andere Länder in Europa handhaben dieses Thema. Frau Kollegin, Sie müssen bitte zum Ende kommen. Ich komme zum Schluss. Andere europäische Länder handhaben dieses Thema auch liberaler. Sie haben entweder das Wahlrecht gar nicht eingeschränkt oder nur nach einer individuellen richterlichen Prüfung des Einzelfalls. Ich denke, diese Punkte allein zeigen auf, dass wir uns noch intensiv hier auf hessischer Ebene im Landtag mit diesem Thema auseinandersetzen müssen. Von daher freue ich mich auf eine parlamentarische Anhörung, die dann auch Grundlage für die SPD-Fraktion für eine Positionierung sein wird. Danke schön. Vielen Dank, Frau Kollegin Gnade. Als Nächstes erteile ich das Wort Herrn Kollegen Alexander Bauer für die Fraktion der CDU. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das Wahlrecht ist eines der fundamentalen Rechte in unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Jeder deutsche Staatsangehörige, der das 18. Lebensjahr vollendet hat und seit mindestens 3 Monaten in der Bundesrepublik Deutschland eine Wohnung innehat oder sich dort gewöhnlich aufhält, ist wahlberechtigt, so das Bundeswahlgesetz § 12.
Demnach ist das Wahlrecht ein Bürgerrecht und kein Menschenrecht. Einschränkungen sind möglich, sie bedürfen jedoch eines besonderen rechtfertigenden Grundes. So sind all jene ausgeschlossen, die infolge eines Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzen, und eben auch jene, die für die Besorgung aller ihrer Angelegenheiten einen Betreuer bestellt bekommen haben, so das Bundeswahlgesetz § 13 und die entsprechenden Landeswahlgesetze. Eine solche Betreuung betrifft Menschen, die aufgrund einer Krankheit oder einer Behinderung keine einzige Angelegenheit mehr selbst besorgen können. Sie kann nur unter strengen Voraussetzungen angeordnet werden und betrifft daher eine recht überschaubare Zahl unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger. Nur Personen also, für die eine endgültige und nicht nur vorläufige Betreuung für alle Angelegenheiten angeordnet wurde, sind betroffen. Heute haben demnach also nahezu alle behinderten Menschen in Deutschland das Wahlrecht. Menschen mit teilweiser Betreuung können wählen, und sogar Komapatienten mit Aussicht auf Heilungschancen sind wahlberechtigt. 2013 kam das Bundesinnenministerium im Rahmen eines Wahlprüfverfahrens zu einem Einspruch zur Bundestagswahl betreffend unter Einbeziehung des Justiz- und Sozialministeriums zum Ergebnis, dass es sich um eine gesetzlich niedergelegte objektive und angemessene Einschränkung handle, die zulässig sei. Und gemäß der Beschlussempfehlung dieses Wahlprüfungsausschusses hat infolgedessen auch der Deutsche Bundestag den Wahleinspruch zurückgewiesen. Der Wahlrechtsausschuss hat bei Totalbetreuung die Auffassung vertreten, dass es verfassungskonform ist, dass diese Menschen kein Wahlrecht haben. Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist immer davon ausgegangen, dass der Wahlakt Teil der Willensbildung des Volkes ist, also eine verantwortliche und selbstbestimmte Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger. So ist es in der Gesetzesliteratur nachzulesen. Das heißt, der Bürger muss demnach vollumfänglich handlungs- und entscheidungsfähig sein. Zugegeben, diese von mir genannten Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts stammen aus den Jahren 1973 und 1984, also deutlich vor dem UN-Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderung. Die Behindertenrechtskonvention ist seit 2008 Bestandteil unserer deutschen Rechtsordnung. Ich denke aber, dass wir gut beraten sind, wenn wir zunächst einmal abwarten, wie das Bundesverfassungsgericht über die seit 2014 anhängige Wahlprüfungsbeschwerde von Betroffenen, die aufgrund eines Wahlrechtsausschusses nicht an der Bundestagswahl 13 teilnehmen konnten, entschieden wird. Mit einer Entscheidung dieses anhängigen Verfahrens, was genau diese Sachfrage auch gerade klären möge, wird nach Auskunft einer Sprecherin des Verfassungsgerichts noch in diesem Jahr zu rechnen sein. So lange sollte man zunächst auch einmal abwarten können, bevor man sich dieses ernsten Themas auch annimmt. Keine Frage. Was nun den zweiten Teil der Initiative von den LINKEN betrifft, nämlich das Wahlrecht für Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit, so ist die Gesetzeslage doch mehr als eindeutig. Unser Grundgesetz lässt es schlicht nicht zu, dass Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft wählen können. Nach Artikel 20 unseres Grundgesetzes ist das Staatsvolk der Bundesrepublik Deutschland Träger und Subjekt der Staatsgewalt. Und dieses Staatsvolk wird laut Grundgesetz von den Deutschen, also den deutschen Staatsangehörigen, gebildet. Und Voraussetzung für das Wahlrecht ist also die Eigenschaft Deutscher im Sinne des Artikels 116 unseres Grundgesetzes. Gleiches gilt für die entsprechenden Länderverfassungen über Artikel 28 unseres Grundgesetzes so empfohlen. Das Bundesverfassungsgericht hat also glasklar in der Sache bereits geurteilt. Ich darf einmal ein Urteil zitieren aus dem Jahr 1990. Auch andere Regelungen des Grundgesetzes, die einen Bezug zum Volk aufweisen, lassen keinerlei Zweifel daran, dass Staatsvolk das deutsche Volk ist. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, wir reden hier über grundlegende Verfassungswerte, die nicht geändert werden dürfen. Und Vorschläge, wie sie auch von den Integrationsbeauftragten vorangebracht werden, Migranten ohne deutsche Staatsangehörigkeit das kommunale Wahlrecht einzuräumen, ist nach jetziger Gesetzeslage schlicht verfassungswidrig. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil 1990 auch ausgeführt, dass als einzige Möglichkeit bleibe, staatsangehörigkeitsrechtliche Regelungen zu einer Erleichterung für eine Wahl zu ermöglichen, ist der Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit. Und ich denke doch, meine Damen und Herren, wenn wir uns die entsprechende Integrationspolitik der letzten Jahre anschauen, ist es durchaus auch geschehen, dass heute keine allzu großen Hürden mehr bestehen, dass Menschen, die hier dauerhaft in unserem Land leben, die sich zu dieser neuen Heimat bekennen, auch Deutsche werden. Meine Damen und Herren, wir als Christdemokraten, wir werben darum, dass Menschen, die sich hier integriert haben und sich zu diesem Land bekennen, zu den Werten und zu unserer Gesellschaft insgesamt, zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung, dass diese Menschen Deutsche werden, mit allen Rechten und mit allen Pflichten. Die Voraussetzungen zum Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit
sind inzwischen wahrlich zumutbar. Was wir jedoch nicht wollen, meine Damen und Herren, das sage ich ausdrücklich an die Adresse der Linksfraktion, diese Ideologie von No Borders, No Nation, diese linke Ideologie, die wollen wir auf keinen Fall, denn sie würde das staatsbürgerliche Recht auf der Resterampe schlicht verramschen. Für uns Christdemokraten ist die Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft keine Eintrittskarte für die Integrationsbemühungen, sondern Abschluss eines erfolgreichen Integrationsprozesses. Und dementsprechend kann es nach geltender Gesetzeslage, die wir auch nicht ändern wollen, kein Wahlrecht geben für nichtdeutsche Staatsbürger. Und ich denke, das ist eine gute Sache. Vielen Dank, Herr Bauer. Als nächstes hat sich gemeldet Herr Rechtsanwalt Dr. Blechschmidt, Herr Kollege Dr. Blechschmidt für die Fraktion der Freien Demokraten. Bitte sehr. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Kollegen! Ich glaube, wir müssen beiden Themen in der Tat, und alle Vorredner haben das gesagt, trennen, weil bei dem einen muss man juristisch diskutieren, bei dem anderen kann man juristisch diskutieren, und da ist auch Bedarf in der weiteren Beratung, dass wir weitere Aspekte prüfen, wie das auch schon angeklungen ist. Ich möchte mal kurz zum Wahlrecht kommen für Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit. Es aufbauend auf das, was der Kollege Bauer gemacht hat, vielleicht auch noch einmal darlegen. Ergänzend angesprochen wurde es insbesondere von der Vertreterin der SPD, dass das seit 1992 im Grundgesetz nominierte aktive und passive Wahlrecht für Unionsbürger bei Wahlen auf kommunaler Ebene mit den Wahlen auf staatlicher Ebene nicht vergleichbar ist. Kommunalparlamente sind keine Parlamente im staatsrechtlichen Sinne, sind Exekutivorgane. Dazu stehen wir auch, dass Wahlrecht existiert, wie es ausgeübt wird. Ich glaube, wir alle wünschen uns mehr, dass mehr aktive Teilhabe auch dort passiert. Das steht nicht in Abrede, sondern wir müssen diskutieren über ein allgemeines Wahlrecht für Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit. Da kommt man nicht umhin. Damit kommt man nicht umhin, juristisch zu werden und verfassungsrechtlich das sich anzuschauen, was im Grundgesetz steht. Ich möchte es aufbauend auf das, was Vorredner sehr differenziert, aber der Herr Bauer meines Erachtens am prägnantesten dargelegt haben, darlegen, dass auch nach FDP-Meinung eine etwaige Änderung des Grundgesetzes gegen die meines Erachtens auch durch die Ewigkeitsklausel geschützte Demokratieprinzip verstößt. Schließlich sind das aktive und passive Wahlrecht Ausdruck der in Artikel 20 Absatz 2 Grundgesetz niedergelegten Volkssouveränität und das Wahlrecht, mit dem das Volk die ihm zukommende Staatsgewalt ausübt, setzt nach der Konzeption des Grundgesetzes die Eigenschaft als Deutschen voraus. Das ist sehr deutlich geworden in dem Beitrag vorher, bei den anderen Beiträgen sehr juristisch angesprochen worden, auch durch die Vertreterin von den Grünen. Aber diese Auffassung ist auch bei der FDP gegeben. Also da werden wir ablehnen. Etwas anders sehen wir den Zuschlag und sehen da auch voller Erwartung der Beratung entgegen den Zuschlag auf das Wahlrecht für Menschen ohne deutsche Staatsangehörige. Das, was heute diskutiert wird, baut ja auf die Kritik, die schon vorgetragen ist im Rahmen der Bundestagswahl von Frau Verena Bentele, die gesagt hat, dass eben die Vollbetreuten nicht das Wahlrecht ausüben können, das entsprechend kritisiert hat. Eine entsprechende Regelung gibt es im Bundesgesetz analog zu unserem Landesgesetz. Da sehen wir auch einen Aufklärungsbedarf. Deshalb hatte meine Fraktion, hier der Abg. Hahn, auch schon eine Anfrage gestellt, weil für uns schon einmal wichtig ist, wie viele Vollbetreute. Der Terminus technicus ist heute auch diskutiert worden, erfreulicherweise von der Vertreterin der SPD, dass man auch einmal deutlich macht, Vollbetreuung ist etwas Besonderes, etwas auch Außergewöhnliches, aber in den Bundesländern im unterschiedlichen Umfang anfallen. Wir würden da auch gerne mal die Zahlen hören, wie viel Vollbetreuung Hessen es gibt, die zu einer Änderung eventuell im Wahlrecht herbeiführen. Wobei ich persönlich die Auffassung vertrete, selbst wenn nur 5 oder 6 Vollbetreuungen existent wären, müssten wir über diese Sache auch diskutieren. Jeder Einzelne, der sein Wahlrecht nicht ausüben kann, gleichwohl er unter Vollbetreuung steht, ist einer zu viel. Und deshalb sage ich jetzt auch einmal, müssen wir dort aktiv werden und werden auch in der Beratung die eine oder andere Problematik noch erörtern müssen, weil meines Erachtens eine alleinige Änderung des Gesetzestextes
so interpretiere ich den Gesetzentwurf, zu kurz greift. Wir müssen darüber reden. Im Gesetzentwurf ist das nicht geregelt. Wir müssen es aber vielleicht dann in der Beratung noch einmal sehen, dass keinerlei Vorkehrungen für die vollbetreuten Menschen angeführt werden, wie die tatsächlich ihr Wahlrecht dann ausüben wollen und sollen und ermöglichen. Dabei stellen sich die Fragen der praktischen Umsetzung, über die wir auch einmal beraten müssen. So fehlt etwa eine Regelung über Wahlunterlagen leichter Sprache oder zur Bereitstellung von Kommunikationshilfen. Ich will da noch einmal einige Beispiele anführen. Wir sind da ergebnisoffen. Wir sehen auch das Wahlrecht, gerade in Anbetracht dessen, was heute Vormittag diskutiert wurde, auszuüben ist, egal ob wenige oder viel betroffen sind, egal ob wenige oder viel Betreute gegeben sind. Wir sehen einen akuten Handlungsbedarf und wollen mal gucken, was in den Beratungen noch als Problempunkte auftaucht, die wir dann parlamentarisch lösen müssen oder dann auch begleitet zum Gesetz entsprechend angegangen werden müssen. Aber wie gesagt, da sind wir ergebnisoffen und freuen uns auch in Beantwortung allerdings unserer Anfrage des Abg. Hahn auch an die parlamentarische Beratung im Ausschuss. Freuen wir uns. Danke schön für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Pleschmidt. Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Beuth. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Bei der Frage der ersatzlosen Aufhebung der im Landtagswahlrecht und im Kommunalwahlrecht geregelten Wahlrechtsausschlüsse ist die Hessische Landesregierung sehr kritisch sozusagen eingestellt. Ich gebe zwar Herrn Kollegen Blechschmidt uneingeschränkt recht. Es kommt nicht auf die Frage der Zahlen an, sondern es kommt am Ende sozusagen auf die inhaltliche Bewertung an. Da möchte ich zunächst noch einmal klarstellen, dass für uns Wahlrechtsausschlüsse nach unserem Landesrecht nicht danach beurteilt werden, ob es jemand behindert ist oder nicht behindert ist, sondern alleine aufgrund der Frage, ob die Besorgung aller Angelegenheiten für die Besorgung aller Angelegenheiten von jemandem ein Betreuer zu Gericht bestellt ist. Danach entsprechen unsere Wahlrechtsausschlüsse den Regelungen des Bundeswahlgesetzes nach § 13 Nummer 2. Das wiederum will ich ausdrücklich hier noch einmal deutlich machen, weil es dazu erstens Rechtsprechung gibt, zum anderen allerdings eine entsprechende Befassung des Bundesverfassungsgerichts, wo, das ist hier, glaube ich, deutlich geworden, von uns klugerweise die Entscheidung abgewartet werden sollte, weil wir erwarten, dass das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung auch die Wirkung der völkerrechtlichen Bestimmungen, auch das ist hier angesprochen worden, grundgesetzlichen, dass das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung die grundgesetzlichen Regeln hier entsprechend bewerten wird. In Ihrem Gesetzentwurf erwähnen Sie, Herr Kollege Dr. Wilken, eine interdisziplinäre Studie des Bundesarbeitsministeriums. Schade ist nur, dass Sie nicht erwähnt haben, dass die Studie zu dem Ergebnis kommt, und da sind wir dann bei der Frage der Qualität und nicht bei den Zahlen, dass die Studie zu dem Ergebnis kommt, dass eine vollständige Aufhebung der von Ihnen kritisierten Regelung weder verfassungsrechtlich noch völkerrechtlich geboten und auch nicht zu empfehlen sei und kein unmittelbarer Handlungsbedarf für eine Gesetzesänderung bestünde. Ich will das sozusagen nur der Vollständigkeit halber hier erwähnen, weil der Eindruck vermittelt wird, dass gerade diese Studie am Ende Beleg dafür sei, dass man etwas ändern müsse. Ich will noch hinweisen, dass wir zumindest in der juristischen Diskussion dann auch den Artikel 74 der Hessischen Verfassung, wo die Wahlrechtsausschlüsse geregelt sind, zumindest mit beachten müssen. Zu Ihrem Antrag will ich kurz sagen, es ist ja kein neuer Einfall, sondern es ist ja das Aufkochen einer Initiative von vor zwei Jahren durch die Fraktion DIE LINKE. Das Bundesverfassungsgericht hat sich mit dem allgemeinen Ausländerwahlrecht auf kommunaler und auf Landesebene bereits befasst und es abgelehnt. Auch das will ich hier noch einmal in Erinnerung rufen. Und auch ich will zumindest das Bundesverfassungsgericht an einer Stelle zitieren. Dort schreibt es in der Entscheidung aus 1989,
Die Staatsangehörigkeit ist die rechtliche Voraussetzung für den gleichen staatsbürgerlichen Status, der einerseits gleiche Pflichten, zum anderen und insbesondere aber auch die Rechte begründet, durch deren Ausübung die Staatsgewalt in der Demokratie ihre Legitimation erfährt. Ich finde, mit diesem Satz kommt sehr deutlich zum Ausdruck, dass eben am Ende die staatsbürgerlichen Rechte an der Staatsangehörigkeit klammern oder kleben oder an ihnen festgemacht werden müssen. Und deswegen wir darauf als Voraussetzung für das Wahlrecht nicht verzichten können. Ich will von mir aus noch zum Abschluss dazu sagen, dass ich den politischen Ansatz auch für falsch halte, weil er im Prinzip sozusagen die Regeln oder die Aufgabe der Integration völlig auf den Kopf stellt. Denn ich bin nach wie vor der Auffassung, dass am Ende eines Integrationsprozesses sowohl die Staatsbürgerschaft und dann damit einhergehend auch das Wahlrecht steht und nicht am Anfang eines Integrationsprozesses. Das wäre nach meinem Eindruck und nach meiner Erkenntnis der falsche Weg. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor, sodass wir sowohl den Gesetzentwurf wie auch den beratenden Antrag zur Weiterberatung in den Innenausschuss überweisen. Ergänzend ist beantragt, wenn ich das richtig sehe, mitberatend in den SIA zu überweisen, sowohl den Gesetzentwurf wie den Antrag. Ich gehe davon aus, dass damit Einverständnis besteht. Dann verfahren wir so und haben die Tagesordnungspunkte 9 und 55 damit auch abgehandelt. Meine Damen und Herren, ich darf noch darauf hinweisen, dass der Untersuchungsausschuss 19.2 unmittelbar nach der Mittagspause, also unmittelbar nach Wiedereintritt in die Tagesordnung, im Sitzungsraum 115S zusammenkommt, nach Ende der Mittagspause, in den wir jetzt gehen. Ich unterbreche die Sitzung bis 14.45 Uhr.